Herzlich willkommen zu einer Stunde, jetzt am Wochenbeginn, die uns tiefer in den Frieden bringen mag. Bei all dem Trubel da draußen, bei all den Wirrnissen in der Welt, können wir uns ganz bestimmt auch an tollen Beispielen was abschauen, wie man mit solchen Situationen umgehen. Und wir können ganz bestimmt auch aus unserer inneren Kraft heraus, aus unserem inneren Frieden heraus einen großen Beitrag in der Welt leisten. Eine besondere Frau, die für mich in den letzten Tagen immer wieder sichtbar wird, möchte ich da kurz jetzt zu Beginn euch vielleicht vorstellen, oder vielleicht ist sie euch bekannt. Sie ist überhaupt die erste Frau, die einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Sie ist eben jetzt zu meiner Heimat in Österreicherin in Prag geboren, im damals etwas größeren Österreich, in Wien dann verstorben. Und vielleicht, wenn ihr sie seht, kommt sie euch schon bekannt vor. In Österreich jetzt mehr, weil sie auf unserer 1000-Schilling-Note war, weil sie auf dem österreichischen Vorderbild der 2-Euro-Münze ist. Und so wollte ich heute auch die Gelegenheit nutzen, mal so reinzuspüren in ihre Energie, in ihre Kraft, in ihr Sein, weil sie ganz was, Brigitte schreibt schon im Chat, Friedensnobelpreis 1905, genau. Die Baroness Bertha von Suttner, genau. Und ich wollte so die Gelegenheit nutzen, weil das Thema mich gerade sehr auch berührt, eben Frieden, Waffenfrieden, entwickeln, Frieden schaffen in speziellen Gebieten, auch bei uns in Europa. Und wie sind Menschen früher damit umgegangen? Und Bertha von Suttner ist eine, die hat einen ganz besonders schönen Umgang gehabt, generell mit Themen, die sie bewegt haben. Und da möchte ich kurz sowas vorlesen über ihre Person. Vielleicht lassen wir es einmal kurz auch inspirieren. Von jemandem, die wirklich aufgestanden ist in einer Zeit, wo Frauen ganz und gar nicht in der Lage waren, etwas zu bewegen, wo ihnen nicht Gehör geschenkt wurde. Sie ist 1843 geboren, wie schon gesagt, in Prag. Und wir alle wissen, dass kurz vor Jahrhundertwende, Jahrtausendwende dann eigentlich keine Möglichkeit war für die Frauen, sich zu äußern, etwas über beizutragen, zu studieren oder ähnliches. Und sie ist aber aufgestanden. Und so möchte ich kurz mal was vorlesen. Sie ist eben eine wirklich unglaubliche Frau mit einem enormen Engagement für Frieden, Dialog und Inklusion und eine visionäre Aktivistin und Denkerin. Sie steht wie keine andere Frau für die Verbindung von Wissenschaft und gesellschaftlichem Engagement, stets auf der Suche nach Mitstreitern und Mitstreiterinnen für eine offene, faire und wachsende Gesellschaft. Zu einem Zeitpunkt, als Frauen noch nicht studieren durften, engagierte sie sich für Gleichberechtigung, forderte das Wahlrecht für Frauen und bekämpfte festgefahrene Rollenbilder über ihre pointiert formulierte Kritik der Bildung Jugendlicher. Sie glaubte an eine evolutionistische, humanistisch-aufklärerische Entwicklung der Menschheit. In ihren Romanen setzte sie sich kritisch mit Problemen wie Nationalismus, Antisemitismus, Frauenrecht und Jugenderziehung auseinander. Und heute ehren wir solche Menschen. Heute blicken wir auf zu solchen Persönlichkeiten, die den Mut hatten, gegen
die gängige Meinung, einfach ihr Herzensanliegen zu vertreten. Und so war es für mich einmal schön, dieses Bild zu wählen. Und Bertha von Suttner vielleicht auch einmal zu spüren, einfach eine Persönlichkeit zu spüren, die vor 100 Jahren gewirkt hat und ganz viel bewegt. Sie wurde bekannt eben mit ihrem Werk Die Waffen nieder und vor allem mit ihrer Stellungnahme zu Krieg, zum Ersten Weltkrieg, zu den Bemühungen aus ihrem Herzen heraus für Frieden. Ich glaube, wenn man so ein bisschen so in die Augen blickt und auch so, das tue ich auch sehr gern bei Bildern, so versuchen, die Seele zu spüren eines Menschen, die Güte zu spüren, dann kann uns das auch inspirieren. Weil einfach nur, wenn wir uns so reinversetzen in diese Zeit, Presse, die öffentliche Meinung war garantiert gegen das, was sie über Jahrzehnte versucht hat zu bewegen. Die Gesellschaft, die Menschen, die in Ämtern, in Positionen waren, die etwas zu sagen hatten, waren ganz bestimmt alle nicht ihrer Meinung. Und sie ist aufgestanden für ihre Werte, für ihre Anliegen. Und ein Anliegen war eben der Frieden. Und so finde ich es auch schön, dass wir mal noch einmal mit solchen Beispielen auch in uns gehen und spüren, was liegt uns am Herzen, wofür wollen wir eintreten. Und das Schöne ist, und damit entschuldige ich mich gleich für einen Satz, wo das Wort dagegen vorgekommen ist. Sie war sicher niemand, der dagegen war, sondern sie war für den Frieden, für das Niederlegen von Waffen, damit eine der großen Vertreterinnen des Pazifismus, wie wir bestimmt viele kennen, wie Gandhi in Indien, wie Martin Luther King Jr. in Amerika. Und so ist es vielleicht über diese wundervolle Seele mal ein schöner Weg zu spüren, wie ist es, wenn man bereit ist, seine Herzensanliegen in der Welt zu vertreten. Und nicht nur für sich in seiner kleinen Welt, nicht nur für sich in seiner vielleicht Gruppe, sondern wirklich bereit zu sein in einer Zeit, wo es vielleicht auch viel Gegenwind gibt, hinauszugehen und zu sagen, ich finde, dafür wäre es wert, dass wir einstehen, dafür wäre es wert, dass wir drüber sprechen. Dafür wäre es wert, eben auch unserem Herzen zu folgen. Brigitte schreibt auch was sehr, sehr Schönes. Sie hat sie an ihrem Geburtstag am 9.6., also vor kurzem, auch persönlich geehrt, zu ihrem 180. Geburtstag. Und in Wien hat ja was Ähnliches stattgefunden. Und deswegen kommt es jetzt mir auch so bewusst, sie mal auch fühlbar zu machen, weil wir haben wieder die gleiche Situation in der Welt oder zumindest in unserem Heimatland. Und das finde ich, wäre mal gut, auch dass wir uns das bewusst machen.
Wir haben eine ähnliche Situation wie in dieser Zeit, wo sie gelebt hat, nämlich wo sie groß wurde, wo sie in ihre Kraft gekommen ist, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg. Und wo sie bereit war, eben aufzustehen und zu sagen, ich bin für Frieden, ich bin fürs Reden miteinander. Ich bin dafür, dass Waffen keine Lösung sind. Und ein paar wissen vielleicht von dieser Veranstaltung, die jetzt auch dieser Tage in Wien war. Am 9.6., danke Brigitte für den Hinweis auch, gab es auch dazu ein Konzert im Vorfeld zum 180. Geburtstag von Bertha von Suttner. Und so wie Brigitte richtig schreibt im Chat, sie war auch tief verbunden mit Alfred Nobel und war wahrscheinlich die Initiatorin überhaupt dafür, dass es Nobelpreise gibt, diese Friedensnobelpreise. Und auch da ist natürlich ein super Thema, auch der Friedensnobelpreis. Sehen wir wieder wunderschön, was die Gedankenwelt mit uns macht. Vielleicht haben wir ein schönes Bild von Nobelpreisen. Vielleicht haben wir ein differenziertes Bild. Vielleicht gibt es Meinungen, wer hat denn alles schon erhalten. Und schon sind wir wieder im Recht haben wollen. Und Frieden zu finden, Frieden zu stiften, was ja auch das Wort Pazifismus sagt, also friedenstiftend zu sein, braucht aber mehr die Qualitäten des Miteinanders, des Zulassens, des Miteinanderredens. Und das hat eben vor kurzem jetzt dieses Wochenende in Wien stattgefunden und so ist mir dann bewusst geworden, dass wir eine sehr ähnliche Situation haben wie 1890 oder eben die Jahrhundertwende dann das Ende der großen Monarchien in Europa. Und dass es da Menschen gegeben hat, die vehement mit all ihrer Liebe, mit all ihrer Kraft für Frieden gerufen haben. Und wenn wir es heute tun, sind die Menschen, die es tun, in einer sehr ähnlichen Position. Nämlich, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dann einmal eine Seite gehen, auf eine Webseite gehen, die etwas sehr Schönes initiiert hat, nämlich an diesen vergangenen Tagen in Wien, nämlich den Internationalen Kongress für Frieden in der Ukraine. Wodurch es möglicherweise bekannt wurde, die Veranstaltung ist, dass der Veranstaltungsort ausgeladen wurde von einer Stelle, wo er zunächst stattfinden sollte, nämlich in Räumlichkeiten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Und weil es von Organisationen getragen wird und getragen wurde, die rein für den Frieden einstehen, die sich nicht positionieren nur auf eine Seite, sondern die versuchen eben das Niederlegen der Waffen zu fordern, das Niederlegen der Waffen zu erreichen, weil es keine Unterstützung gibt für Militärbündnisse, ist dann was sehr Interessantes passiert. Man hat Russland Nähe vorgeworfen, man hat sehr einseitig begonnen zu berichten in den Medien. Und wenn man so eingibt, gab es dazu keine einzige mediale Berichterstattung. Also kannst du es ja auch selber suchen. Indem man so Titel eingibt auf Google, dann unter Nachrichten geht und man findet alle Nachrichten zu diesem Thema. Und sehr schnell merkt man, wie viel Angst da ist, dass man als, wahrscheinlich auch als Journalist sich nicht traut,
überhaupt sich da wirklich ein Bild zu machen. Ich selber war dort jetzt nicht das ganze Wochenende, auch nur ein paar Stunden. Und trotzdem, wenn du dort bist, spürst du, um was es da geht. Und du spürst, dass es eben nicht das ist, wo es hingestellt werden möchte, nämlich in eine polare Ecke, so quasi Russland zu verstehen. Und schon wieder sind wir in der gleichen Thematik drinnen wie mit und bei Corona, dass sich Extreme bilden und auf einmal kein Dialog mehr stattfindet, sondern nur ich habe Recht. Und dann stelle ich mir jedes Mal die Frage, jetzt auch in diesem Zusammenhang, wie kann ich zufrieden finden, solange ich immer noch Recht haben will? Allein nur in einer, zum Beispiel in unseren Familien, wie können wir Frieden finden untereinander, wenn beide Positionen immer wieder meinen, sie müssen so lange diskutieren und ihre Argumente austauschen, bis der eine Recht bekommt, solange werden wir zu keinem Frieden finden. Das heißt, dieser friedensstiftende Ansatz, der ist natürlich für die westliche Welt mit ihren Interessen schwierig, weil dieser friedensstiftende Ansatz nur ausdrücken kann, die Waffen nieder. So wie es Bertha von Suttner schon vor 100 Jahren uns vermittelt hat. Und so war für mich auch die Überlegung, was können wir tun? Wie können wir damit umgehen? Was können wir in uns tun? Was können wir mit unseren Liebsten tun? Wie ist unsere Haltung dazu? Weil es gibt ja diese wundervollen Vorbilder. Es gibt nicht nur Bertha von Suttner, es gibt eben, wenn man in die Galerie der vielen großen, besonderen Menschen schaut, die sich für Frieden eingesetzt haben, dann gibt es so viele Vorbilder, die uns zeigen, wie es geht. Es ist halt diese bewundernswerte Einstellung von Gandhi, Martin Luther King und vielen Menschen, dass selbst wenn du angegriffen wirst, du nicht zur Waffe greifst. Und das ist natürlich jetzt in unserer Gesellschaft, die enorm Recht haben will. Und in dem, wie wir geprägt sind, dieses eben richtig sein, Recht haben wollen, eine teilweise große Herausforderung, das so zu leben. Dass es andere Wege gibt zu Lösungen, als eben miteinander zu kämpfen. Und eins finde ich schön, nämlich Dr. und Master Shigang Sha schenkt uns einen besonderen Weg. Ihr seht ihn schon hinter mir, nämlich die Kalligraphie. Und ja, Dr. Master Sha ist Chinese, das heißt in seiner Sprache, in seiner Kultur mit Buddhismus und Taoismus kommt schon sehr viel Weisheit durch. Und allein schon in der Sprache ist es sehr faszinierend. Also zum Beispiel, was wir hinter mir sehen auf der Seite, Ping An, das Wort für Frieden, hat was ganz was Besonderes. Nämlich, wenn wir dort jetzt mal eintauchen, können wir spüren, dass überhaupt diese Felder, diese Botschaften, miteinander liebevoll umzugehen, was jetzt rechts steht als erster Schritt, einander zu lieben, miteinander in Frieden zu kommen, miteinander in Harmonie zu sein. In kurzen Worten Liebe, rechts, Frieden, Mitte und
und links Harmonie, haben eine enorme Kraft in dieser Welt, weil sie einfach wieder all das vereinen, was wir brauchen, um in uns wieder in unseren Frieden zu kommen, mit all dem, was gerade passiert, in Familien in Frieden zu kommen, der Gesellschaft in Frieden zu kommen, zwischen Konfliktparteien in Frieden zu kommen. Die Melodie spielt auch so ganz leise in Piano-Version im Hintergrund. Und so lade ich euch alle jetzt mal noch einmal bewusst ein in dieses Feld voller Liebe, Frieden und Harmonie füreinander und miteinander. Und das, was wir tun können, ist, wir können alle Seelen einladen. Alle Seelen einladen, aufzutanken in der Liebe, aufzutanken im Frieden, aufzutanken in der Harmonie in uns. Weil jeder kennt es bestimmt aus den eigenen Diskussionen raus oder vielleicht auch Streitigkeiten mit Menschen, die man in Wirklichkeit liebt oder mag. Es geht erst, dass ich wieder zu einer friedlichen Lösung kommen, wenn ich selber mich im Inneren beruhige. Und so können Meditationen, die für Frieden einstehen, ganz viel bewegen. Und je öfter ich solche Meditationen vielleicht selber anbiete, desto mehr Beitrag kann ich selber in einer Welt leisten, die eben im Inneren noch nicht, in den Menschen noch nicht diese Qualitäten entwickeln konnte. Aber wir können alle Menschen einladen. Und das wollen wir tun. Ihr könnt es auch später, wenn ihr wollt, dazu auf YouTube genau diesen Raum nutzen, der da abgebildet ist. Eingeben. Love, Peace, Harmony, Piano. Und ihr findet dann den Raum dazu, der euch ebenso für eure Meditationen, für eure Gruppen zur Verfügung steht. Oder wenn ihr euch einfach nur hinlegen wollt und entspannen wollt. Auch mit einem Grund, warum fast 80.000 Mal der Raum bereits genutzt wurde. Im Schnitt pro Tag ca. 35 Stunden. Das heißt, er ist rund um die Uhr sozusagen genutzt von Menschen rund um die Welt. So lustig da auch die Werbung, oder? Know and how zusammenbringen. Zu wissen, wie man die Werbung der Österreichischen Post, so zu wissen, wie man Menschen zusammenbringt. Und so laden wir alle Seelen ein. Vielleicht habt ihr speziell Menschen in eurem Umfeld, wo ihr sagt, dort wäre es fein, die zu stärken, dort wäre es fein, dass diese Menschen aufdanken können, vielleicht auch, weil es einfach gesundheitlich ihnen nicht gut geht. Dann kann ich auch eben an den Menschen denken und mir vorstellen, wie sich eben diese Person da vorne gerade so gemütlich macht und sich da hinlegt. Oder ich setze mich daher. Und du setzt dich damit dazu, bei den anderen Stühlen, die da rundherum stehen. Und so laden wir alle Seelen, alle Menschen ein, die jetzt kommen.
Wir bitten Mutter Erde, wir bitten Vater Himmel, wir bitten Sonne, Mond, alle Planeten, alle Sterne, alle Galaxien, Universen, alle Ebenen des Himmels um Unterstützung, alle Engel, alle Heiligen, alle Ebenen bis hinauf zur Quelle. Wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Bitte kommt und erschafft mit uns dieses nährende Feld. Lasst uns aufdanken in Liebe, Frieden und Handeln. Wenn wir wollen, wir können spezielle Lehne, die wir unterstützen wollen und wo wir auch den Wunsch erhalten haben von diesen Personen, dass wir sie unterstützen dürfen, uns vorstellen, wie eine Lichtkugel sich formt um diese Menschen. Am Anfang vielleicht am leichtesten dieses helle, weiße, goldene Licht sich vorzustellen. Oder auch sehr schön, weil es von der Schwingung her noch feiner ist, noch hochschwingender ist, sich so Regenbogenfarben vorzustellen. Wir laden somit alle Seelen ein, diese regenbogenfarbene Lichtkugel jetzt anzunehmen, die sich bilden kann, wenn ihr das wollt, um euch. Ein Feld zu haben, das euch stärkt und nährt. Einfach ganz entspannt ein- und ausatmen. Du kannst selbst so die Botschaften durchgehen. Auf der rechten Seite Xianai, gemeinsam zu lieben, gemeinsam mit Liebe verbunden zu sein. Xian heißt gemeinsam, miteinander. Ai bedeutet Liebe. Und so kann man Liebe einatmen, alles, was uns am Herzen liegt, was uns belastet, ausatmen und loslassen. In der Mitte, wir können Ping-An, Frieden einatmen und du kannst wirklich im Ausatmen wieder alles gehen lassen, was dich irgendwo in Anspannung bringt. Auf der linken haben wir Öschje, die Harmonie, der Einklang, das Ganzsein, Ordnungsein, das Miteinander. So atmen wir diese wunderschöne Kraft der Harmonie ein. Und alles, was außer Balance ist, alles, was in Disharmonie ist in uns, lassen wir mal los.
spür, wie schön wohltuend es ist, dieses Feld einzuatmen. Und danach wieder all das, was uns belastet, auszuatmen. Du kannst es mit geschlossenen Augen tun oder auch mit offenen. Es ist auch so wichtig, dass gleichzeitig einerseits wir uns entspannen, deswegen mach das mit geschlossenen Augen. Aber wenn du auch spürst, du kannst noch mehr auftanken, weil es direkt in dein Herz, in deine Seele geht, über die Augen, dann ist auch gut, den Blick dorthin zu richten. Das Video später anschaut, könntet ihr jetzt pausieren und selbst weitermachen. Ich möchte einen Hinweis geben auf eine weitere Möglichkeit, noch mehr inneren Frieden zu schaffen, nämlich über eine spezielle Tau-Kalligrafie und eine spezielle Botschaft. Und eine spezielle Kraft, die zu höchsten inneren Frieden führt. Und das ist dies die Vergebung. Und auf der Konferenz am Wochenende in Wien war es für mich so schön zu sehen, es gibt Vereinigungen, weltweite internationale Vereinigungen, zum Beispiel einen Versöhnungsbund. Das ist nichts anderes als eine Gemeinschaft, die eben auch das Versöhnen des Sich-Vergebens in den Mittelpunkt stellt. Und das ist ebenso, wo uns Dr. Master Shah ermuntert, am Weg zur Transformation von allen in unserem Leben der größten Herausforderungen, dass wir uns mit der Vergebung beschäftigen. Für alle, die das Büchlein noch nicht zu Hause, aber es gibt es auch auf Deutsch, Größte Vergebung. Und darin sind wunderschöne Übungen und Meditationen angeleitet, wie ich selber alles im Leben aus eigener Kraft heraus in Verbindung mit der Quelle, das ist das, was die Tau-Kalligrafie schafft, verbindet uns mit den höchsten Frequenzen und Schwingungen und mit den höchsten Kräften somit uns ermöglicht, alles zu bereinigen. Und dann entsteht eine wunderschöne Form von innerer Freude, Frieden. Und hier steht auch geschrieben, größte, weiteste Vergebung, Da Quan Chu, also größtes, bedingungsloses, weites, unendliches Vergeben. Und allein, wenn man nur hineinblicken ins Vergeben, ist es schon von der Botschaft, der Sprache her wunderschön. Das Wort Vergeben auf Chinesisch, Shu, hat drei eigene Wortbestandteile, die wieder was bedeuten. Nämlich diesen einen Teil hier, der erste Teil, der steht nämlich für das Weibliche, also für unsere Yin-Kraft in uns. Der zweite Teil hier drinnen, im Stuhl, ist das Wort Ko für Mund, für sich öffnen. Und die Basis der Vergebung
das wir immer so schön sehen, für die, die es schon kennen, ist das Herz. Ein weites, offenes Herz. Ein geöffnetes, sich öffnen, Mund öffnen, öffnendes Herz. Wie passt jetzt das Weibliche hinein? Ganz einfach, die Yin-Kraft ist die, die nachgiebig ist. Es ist nicht die Aktive, die um etwas diskutiert recht haben muss, sondern es ist das sich rückziehende, nachgiebige und gleichzeitig herzoffene. Und so können wir vergeben, so können wir bedingungslos jede Situation meistern, indem wir einfach bedingungslos werden in unserer Vergebung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt kurz auch mit mir gemeinsam ausprobieren, nämlich nachzufahren und einen Wunsch der Stärkung, der Veränderung zu haben für mich persönlich. Also zum Beispiel in all das, was mich gerade selbst belastet, wo ich selber irgendwie, wenn es jetzt zwischenmenschlich ist, noch recht haben muss, mich rechtfertigen muss. Oder wo es Konflikte zwischenmenschlich gibt, in meiner Familie oder mit anderen Menschen. Oder wo es ein gesundheitliches Thema gibt. Wir gehen jetzt einfach ganz tief in die Vergebung. Und fahren jetzt die Kalligraphie nach, indem wir unsere Finger zu einem unsichtbaren Pinsel formen und dann dem Verlauf folgen. Liebe Tao-Kalligraphie, Shu. Wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte bring deine höchste Vergebung, deine höchste Frequenz und Schwingung der Quelle zu uns, in unseren Körper, in unsere Lebensenergie, in unseren Geist, in unser Herz, in unsere Seele, in unser ganzes Sein. Und so laden wir alle Seelen ein, alle Seelen, die sich jetzt in Vergebung begegnen wollen oder einfach nur spüren wollen, wie das schwingt, wie das tut. Und alle Seelen, die gerade irgendwo natürlich auch leiden. Alle Seelen, die den Wunsch haben nach Veränderung, kommt gerne gemeinsam in das Feld der Vergebung. Und wir laden euch ein, ebenso wie wir das auch tun wollen, wir laden euch ein, gemeinsam bedingungslos zu vergeben. Das ist natürlich ein großer Schritt, wir wissen das. Es ist so viel geschehen, was verletzend war, wo Schaden entstanden ist, großer Schmerz entstanden ist. Aber lasst uns in der Vergebung einfach uns selbst auch befreien daraus. Lasst uns bedingungslos vergeben. Allen und allen.
So können wir tief einatmen, während wir auch diesen Wunsch haben, dass wir komplett loslassen, vergeben. Und auch wir wollen um Vergebung bitten. Wo auch immer wir, unsere Ahnen aus allen Leben, wann auch immer, wie auch immer, Schmerz oder Schaden verursacht. Es tut uns unendlich leid. Wir entschuldigen uns aus ganzem Herzen. Und wir wollen es nicht fortsetzen. Wir wollen Frieden schließen. Wir wollen nicht weiterhin dann verletzt antworten. Dagegen gehen, sondern wir wollen uns um eine friedvolle Lösung bemühen. Gewaltfrei zu sein in unserer Kommunikation, aber auch in uns, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen in uns und natürlich in unseren Handlungen. Wir bitten aus ganzem Herzen um Vergebung. Du kannst das jetzt für dich noch fortsetzen, Stille oder auch das Video pausieren. Das, was ich vorher so mehr in Lautschrift geschrieben habe, auf Chinesisch, quasi in Pinyin schreibt man es SHU. Vor allem, was mir die Betonung auf dieser Aussprache eines OU, so wie es im Französischen es gibt. Ich kann über dieses Shu so viel lösen. Wenn wir bereit sind, nachgiebig uns zu öffnen im Herzen,
und einfach zu vergeben. Einfach alles zu tun, was den Frieden fördert. Und das heißt dann auch einmal wirklich nachgeben. So, lassen wir das noch kurz wirken, die Tau-Kalligraphie Shu. Noch einmal abschließend nachfragen. Uns bedanken bei der Tau-Kalligraphie, uns bedanken bei allen, die jetzt gekommen sind für die Übung, uns bedanken für all die Vergebung, die wir erhalten durften und vielleicht auch all die Inspiration, die jetzt gekommen ist, um vielleicht auch unser Herzenswunsch jener ist für mehr Frieden in dieser Welt. Und dann dürfen wir dazu aufstehen, dafür eintreten. Und wir dürfen es aussprechen. Wir dürfen es sichtbar machen. Und auch wenn die ganze Medienwelt und all die Einflüsse auf uns etwas anderes meinen, ist auch okay. Wenn wir im Herzen spüren, wir stehen für was Gutes, wir stehen für was Lichtvolles, dann dürfen das immer und immer wieder aussprechen. Nur so kann es sich manifestieren. Und wie im Anfang schon gesagt, die Zeit Bertha von Suttners war gerade für Frauen keine leichte. Und gerade für Frauen, die Ideen hatten, die was erkannt haben, die was bewegen wollten. Und sie hat es geschafft, so wie alle von uns es schaffen können. Und alle von uns auch berufen sind, dieses Sprachrohr zu sein für das Gute in dieser Welt. Das heißt, seid selber auch achtsam. Wie schnell sind wir beeinflusst von den Medien? Wie schnell sind wir beeinflusst von der breiten Meinung? Und wie schnell verlieren wir den Fokus? Und vielleicht geht es dennoch wieder in die bedingungslose Kraft der Liebe, der Vergebung und des Mitfühlens einzutauchen. Aus dieser Kraft heraus wieder den Tag zu leben, jedes einzelne Gespräch zu leben, jedes einzelne Gespräch zu erfüllen, das man haben will. Einzelnen Kontakt zu nutzen, so zu sagen, ja, ich mache einmal in der Woche eine Friedensmeditation. Komm, es ist so, so wichtig. Du kannst online dabei sein, du kannst persönlich zu mir kommen. Und selbst wenn wir im Wohnzimmer damit starten, Hauptsache wir beginnen. Es ist so wertvoll. Und so danke ich euch auch fürs Dabeisein. Es war ein ganz spezieller Tag, den wir auf diese Weise begonnen haben. Brigitte schreibt auch, danke lieber Martin für das wundervolle Thema, Ping an, danke der Tau-Kalligraphie, Dank und Schuh. Frieden beginnt im eigenen Herzen, Vergebung ist der Schlüssel. Genau. Danke liebe Brigitte, danke euch allen. Martina schreibt, ja, ich bedanke mich lieber Martin für die schöne Stunde, Vergebung ist ein so wichtiges Thema für unseren inneren Frieden und Freude. Genau. Absolut, danke euch allen.
Danke, Dr. Master Shigang-Sha, für diese besonderen Möglichkeiten, uns zu verbinden und auch diese kraftvollen Übungen. Ja, seid mutig, traut euch, eure Herzensbotschaft in der Welt zu vertreten und darauf hinzuweisen, dass es einen Weg gibt, einen friedvollen Weg. In diesem Sinne einen wunderschönen Wochenbeginn. Und alle die, die jetzt weiter mitkommen in das heilsame Feld unserer Tau-Kalligrafien, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten danke, danke, danke. Alles, alles Liebe. Baba.